Ich gehe nachher eine weitere Beleg-App rein. Ich kann nachher hier sagen, gehen wir vielleicht mal schnell drucken. Gehen wir hier mal rein. Und dann zeige ich Ihnen, was hier auch so ein bisschen Gestaltungsmöglichkeiten sind. Der Aufbau eigentlich vom Angebot sieht so aus. Das schnell anstellen. Sie haben im Prinzip bei unserer Beleg-App hier oben die Möglichkeit, das Logo zu platzieren. Das kann links sein, das kann rechts sein, das kann über die ganze Breite sein, das kann unten sein oder so. Dann haben Sie einen Bereich wegen den Adressen, wo Sie nachher können sagen, ob ich eine Adresse gesehen oder zwei Adressen. Ich habe jetzt hier nur eine Adresse links. Ich kann jetzt aber auch zum Beispiel sagen, ich will links die Lieferadresse und rechts zum Beispiel die Rechnungsadresse. Das kann man auch nachher wieder selber definieren. Sie haben nachher hier oben einen Titel mit dem Datum, das Sie nachher drin haben, plus hier nachher Kopfzeilen links und rechts. Da habe ich jetzt eigentlich die Kopfzeilen nur links. Ich zeige Ihnen aber nachher, was passiert, wenn wir auch die rechten ausfüllen. Das tun wir dann gerade zusammen nachher im Formular gerade machen, dementsprechend. Und wenn wir hier weitergehen, haben wir hier nachher einen Anfangstext. Auch den Anfangstext kann ich wieder hinterlegen, kann Vorschläge machen und dann kann ich den Verkaufsofferten oder auch einen schönsten Beleg noch anpassen oder so. Das hilft enorm, dass man einfach sagt, normalerweise ist die Einleitungstext so und ich kann den aber x-beliebt natürlich noch anpassen in einem Beleg. Wenn wir weitergehen, haben wir hier nachher, wie es aussieht, so ein bisschen von den Positionen, Artikel, wo die mit Artikelnummern arbeiten, wo die zum Beispiel mit Preisen und Beträgen arbeiten. Ich zeige Ihnen nachher auch ein Beispiel von einem anderen Beleg, wo ich zum Beispiel den Preis und den Betrag ausgeschaltet habe. Das ist vor allem, wenn ich weiss, dass mein Angebot verglichen wird oder so, weil das ist ja meistens irgendwie nicht so lustig. Also tut man es ja eigentlich eher ein bisschen schwieriger machen und sagt, okay, ich sehe nur einen Gesamtbetrag und weiss nicht, wie sich der Preis zum Beispiel zusammensetzt. Dann hat man auch hier beim Artikel wieder Möglichkeiten. Sie sehen hier, wir haben nachher Bilder, die man definieren kann. Man kann zum Beispiel im Artikel, wenn noch eine Seriennummer hinterlegt ist, kann man die Seriennummer noch andrucken. Man kann zum Beispiel Trackingnummer andrucken, wenn man das hat. Man hat nachher im Artikel vielleicht hinterlegt das Ursprungsland oder so, Zollpositionsnummern und weitere Sachen, die Sie nachher dann auch noch andrucken können, dass da mehr Informationen vorhanden sind. Auch das können Sie wieder eben definieren und selber entscheiden, was Sie dort wollen. Unten haben wir nachher dann ja, Schlusstotal, wo man kann sagen, okay, inklusiv, exklusiv, Mehrwertsteuer, Zwischentotal, wie das ein bisschen daherkommt. Und ganz am Schluss, unten dran, wie wir es hier wieder sehen, haben wir nachher dann den Schlusstext, auch hier wieder Möglichkeit, Schlusstext vorzudefinieren. Das kommt aus Vorlagen, mal aus rein, aus Vorschlag. Dann tut man das wieder anpassen. Man hat dort auch, wie ich es hier gemacht habe, die Möglichkeit, gerade gewisse Unterschriften zu platzieren, zum Beispiel, wo man nachher das gerade so kann verschicken kann mit der Unterschrift raus. Das ist eigentlich so ein bisschen mal der Gesamtaufbau, den man da nachher hat. Ich habe es ja vorhin gesagt, ich kann im Prinzip auch verschiedene weil ich sage, hier Ausdrücke machen. Wir machen jetzt genau das Gleiche noch einmal. Und dann jetzt zum Beispiel sage ich, nehme hier eigentlich Verkauf ohne Betrag, nehme das rein, und dann das wieder anzeigen. Und jetzt sehen Sie nachher, was passiert ist. Ich habe jetzt hier den Betrag und den Zielbetrag rausgenommen und ich sehe noch das Total. Also das heisst, jetzt kommt Pizzeria Grottino zum Vergleich. Ich weiss nur, es kostet mich 15.400, ich weiss aber nicht, wie viel das die Lampen und wie viel das die Installationsarbeiten nachher ausmachen. Ist relativ noch hilfreich. So kann man sich natürlich ganz verschiedene Variationen zusammenstellen von Ausdrücken. Und das hilft natürlich enorm, wenn man vielleicht halt nicht gerade alles preisgeben will und irgendwie sagt, ich will das ein bisschen anders dargestellt haben. Was auch sehr interessant ist, ich kann natürlich auch Anfangstext und Schlusstext pro Kunde oder Lieferant sogar definieren. Das heisst, ich habe die Möglichkeit, dass ich sage, bei dem Kunde kommt immer der Anfangstext rein und bei dem Kunde kommt ein anderer Anfangstext rein. Also ich kann das sogar pro Kunde und pro Lieferant definieren, was natürlich enorme Möglichkeiten bietet, wenn man sagt, ich will hier ganz etwas Spezielles machen. Wie sieht das jetzt ein bisschen aus, wenn man da nachher reingeht? Da würde ich sagen, wir haben noch weitere Möglichkeiten. Dann zeige ich Ihnen aber zuerst noch etwas anderes. Wenn wir in den Verkaufsofferten drin sind, haben wir auch hier, ich gehe da schnell in andere noch rein, weitere Möglichkeiten, die wir auch gemacht haben. Ich drücke das hier schnell, dass Sie mal sehen, wie das aussieht.
Da habe ich jetzt mit von bis umgearbeitet und ich habe nachher dann so neue Seiten drin. Das ist eigentlich auch etwas, was im Standard nicht ist, was man hier machen kann. Und da sieht man es jetzt, wenn man das anschaut. Ich habe jetzt hier gesagt, zuerst Büro erster Stock, habe ich nachher dann die Artikel plus nachher dann die Arbeit. Das geht es total. Und auf der zweiten Seite habe ich Büro dritter Stock definiert und habe hier wieder alles zusammengezählt, was ist, und habe hier wieder das Total und über das Gesamte natürlich wieder den Gesamtbetrag, der drin ist. Das ist jetzt so, wenn man hier sieht, hat man hier die Möglichkeit, jetzt auch wieder ergänzt für uns, das Fondsumme bis Summe. Das heisst, ich kann das selber mehr so Zwischentotal machen, Fondsumme, kann nachher dann das bis Summe und dann wird alles zwischendrin nachher dann zusammengezählt und eigentlich zu einem Zwischentotal gemacht. Das hilft eben, je nachdem, die Offerte ein bisschen zu strukturieren. Vor allem, wenn man irgendwie sagt, okay, ich will jetzt irgendwie hier, der Part kann er vielleicht, will er den nicht, oder ich tue den mal ausklammern oder so, kann man so sehr gut für einen Kunden das Ganze zusammenstellen, dass er sieht, was passiert. Ich habe jetzt auch hier gesagt, neue Seite, das ist auch so eine Funktion, die neu ist für uns, wo man nachher dann die Möglichkeit hat, dass man einen Seitenumbruch machen kann. Nicht, dass es irgendwie einen unschönen Umbruch gibt oder so, habe ich jetzt hier gesagt, ich mache hier neue Seite, dass eigentlich der Umbruch nachher dann gerade drin ist. Und wie man es natürlich auch könnt, wie immer, haben wir da nachher dann die Möglichkeiten auch von Text, wo man im Texteditor x beliebig kann ergänzen und so. Auch das im Standard drin kann ich dann nur zielweise erfassen. Wir haben den Texteditor dazu, da, wo nachher dann einen Fließtext einfach kann erfassen und machen. Und das natürlich auch enorm hilft bei der Erfassung nachher dann von Angebot. Ich gehe da nachher dann raus und gehen wir da wieder retour. Jetzt gehen wir mal in die Belegvorlagen rein. Sagen hier nachher deine Belegvorlagen. Und jetzt sehen Sie hier, das ist ein Standard für uns, der einfach mal mitgeliefert wird, wo man nachher dann anpassen kann. Also das heisst, Sie kommen auf unseren Standard über, wo mal gewisse Vorschläge drin sind. Ich sehe jetzt hier Verkaufsofferten, ich sehe auch hier hinten die E-Mail-Vorlage, die wir vorher dann angeschaut haben. Also ich habe jetzt bei dieser Verkaufsofferte die E-Mail-Vorlage angehängt und ich könnte jetzt auch hier wieder etwas ändern und zum Beispiel eine andere anhängen. Ich gehe jetzt aber hier schnell rein. Belegvorlage. Und jetzt sehen wir mal so ein bisschen, was wir da machen können. Punkt 1 ist, wir haben die Möglichkeit, das Logo links, das ich da nachher dann mal definiert habe. Ich kann es, wie gesagt, auch rechts oder was dann ist, oben oder unten nachher dann. Ich kann es da ist natürlich hinterlegt, wo ich es da hinterlegen kann nachher dann. Und anhand von dem ist das Logo eigentlich schon drin. Also Sie sehen, Sie müssen eigentlich das Logo reinnehmen und sagen, wo Sie es wollen. Und schon haben Sie es definiert, wo das Logo nachher dann angezeigt wird. Dann haben Sie die Adressen. Die Adressen habe ich hier die Möglichkeit, linke Adresse ist jetzt die Rechnungsadresse. Jetzt habe ich eben die rechte Adresse, ich könnte jetzt sagen, ja, ich mache hier zum Beispiel die Lieferadresse und kann nachher dann aus Überschrift auch noch etwas rein tun, wo ich zum Beispiel könnte sagen, ja, Lieferadresse oder so, wo ich selber definieren kann. Dann kann man auch sagen, gut, wenn die rechte und die andere linke Adresse die gleiche ist, dann nicht drucken oder drucken. Nachher eine Position von der Korrespondenzadresse könnte ich auch noch machen, wenn ich eine drin hätte. Also da hat man auch x beliebige Variationen, die man nachher dann machen kann. Dann haben wir nachher diese Kopffelder, gehen wir schnell rein. Dort habe ich nachher dann eben Kundennummer und Verkäufer, die ich definiert habe. Ich habe dort auch die Möglichkeit, gewisse Tabellenbeziehungen zu machen. Das ist vor allem dort interessant, wenn man schaut. Ich habe jetzt hier gesagt, im Verkaufskopf habe ich den Verkäufercode. Das ist ein Kürzel, das ist jetzt zum Beispiel bei mir Recker. Und jetzt habe ich aber gesagt, ja, ich wollte ja nicht das sehen, ich wollte eigentlich den Namen sehen. Also gehe ich eigentlich von dem Verkäufercode auf Tabelle 13, wo eigentlich die Verkäufer eingetragen sind, und gehe dort nachher dann den Namen holen, dass eigentlich der Name auf dem Beleg am Schluss ist. Und das ist auch wieder eine riesige Erleichterung, weil ich kann da x-beliebig jumpen von verschiedenen Tabellen und dort die Werte reinholen. Dann habe ich auf dem Kopffelder rechts habe ich jetzt noch nichts drin. Jetzt könnte ich ja zum Beispiel da sagen, nein, ich will jetzt hier noch die Referenz, die wir hier haben. Ich kann jetzt hier nachher dann definieren, Ihre Referenz. Ich kann nachher dann hier sagen, welcher Text ist. Ich gehe jetzt hier noch schnell schauen. Da haben wir Ref. Nehmen wir hier irgendwie den deutschen Text, Ihre Referenz. Nimm das nachher dann rein. Beim Drucken sehen wir nachher dann, was passiert. Da kommt auf der rechten Seite da eigentlich neu wie Ihre Referenz das, was wir ausgefüllt haben nachher dann. Das zeige ich aber am Schluss. Dann haben wir hier noch Zeilen wieder. Hier, wie gesagt, Leerzeilen drucken, Leerzeilen einfügen, Artikelbeschreibungen, Zeilenlayout, wo man wählen kann. Nachher dann, da hat man verschiedene Variationen. Ich gehe jetzt da nicht im Detail rein, das würde den Rahmen sprengen.
Dann haben wir nachher dann auch hier Zielfelder, wo ich eben Positionsartikel, Menge und das kann frei definieren kann. Dementsprechend die Artikelziele, die wir besprochen haben, mit wo die noch die Referenznummern sehen, Zollpositionsnummern, Ursprungslohn, Garantien andrucken, zusätzliche Zusatzfelder, die man frei kann definieren kann, hat man hier die Möglichkeit. Oder wenn man nachher dann im Fuss innen ist, kann ich sagen, Zwischentotal drucken, Mehrwertsteuer nicht drucken, die Sachen nachher dann, die wir haben. Und natürlich auch beim Drucken, will ich es mit einem QR-Zahlteil drucken, will ich es integriert gerade machen, den QR-Zahlteil im Beleg integriert oder will ich es separat machen. All diese Sachen können Sie sich eigentlich so dementsprechend ändern. Und wenn wir jetzt hier wieder retour gehen, können wir dann nachher dann wieder schnell auf unsere Offerte, tun die noch einmal drucken. Und jetzt ist es so, jetzt haben wir vorhin rechts noch Ihre Referenz gemacht. Jetzt sehen Sie hier Ihre Referenz. Thomas Theiler ist jetzt erschienen, die wir vorher nicht hatten, wo ich jetzt einfach definiert, dass das Recht noch sichtbar ist. Genau das Gleiche, das noch kurz, haben wir auch natürlich so Anfangstexte und Schlusstexte. Auch hier nachher dann wieder etwas, was für uns vorgegeben ist, ein Vorschlag. Und auch den kann man nachher dann wieder ergänzen. Und auch hier hat man eben wieder die Möglichkeit, mit gewissen Platzhaltern zu arbeiten, wie wir das bei den Mailvorlagen gesehen haben. Wo ich genau kann sagen, was für Platzhalter kommen und was für ein Text kommt dort rein, wo das Standard nachher dann drin ist. Und kommen wir hier wieder retour. Gut, das war so ein kleiner Einblick in die Mailvorlage und in die erweiterte Beleg-App, die wirklich extrem viel hilft und natürlich auch das Layout und alles wirklich individuell für mich anpassen und ja. Thank you.